Neben mir Jules Elze. Bei Jules denke ich an Jules Brunner. Stimmt. Ja, deine Mutter oder dein Vater? Meine Mutter. Also die deine Mutter, das habe ich mir gedacht, die Mutter und Jules Brunner. Aber es ist schon lange her, du bist ja auch nicht mehr 12. Naja, 25 bin ich jetzt. 25 bist du. Stanford City. Das Netzwerk, die mitteldeutsche Kinderkrebsforschung. Wie kommt man dazu, diese zu unterstützen? Ich denke mal, da hat Marius eine große Initiative ergriffen, dass er gesagt hat, das, was er aufgebaut hat, möchte er auch sinnvoll nutzen. Und dadurch, dass er ja hier in Magdeburg echt eine schöne Sportstadt hat, wo viele gute Sportler unterwegs sind, hat er natürlich auch die größten Reichweiten in dieser Stadt, um da wirklich auch was zu bewegen. Und ich denke mal, das funktioniert auch ganz gut. Nun ist ja Wassersport, ich würde mal sagen, in Magdeburg an 5., 6., 4. Stelle. Also erst Fußball, Handball, dann kommt eine Weile nichts. Ja. Und dann kommt der Rest. Selbst Handball hat es schwer, gegen Fußball anzutreten. Wie siehst du den Fanrückhalt in deiner Sportart hier in Magdeburg? Ich denke mal, die Leute, die auf mich gucken, die mich verfolgen, die machen das auch mit einem großen Engagement. Ich merke da trotzdem einen großen Support von Freunden, von Familien, von Fans, von allen Leuten, die mich da irgendwie unterstützen. Und das fühlt sich dann auch halt sehr, sehr gut an, weil ich halt merke, dass es echt eine super Sportstadt hier ist. Ja, das schon, muss ich zugeben, ich komme aus Berlin. Da verteilt sich das ein bisschen bei 3,5 Millionen Einwohnern, fast 3,5. Hier haben wir 230.000, da ist es ein bisschen enger. Ja. Sportarten sind, denk ich mal, in Berlin genauso vertreten. Wir auch Berliner haben Kanu. Das stimmt. Und Kajak. Das stimmt. Einer meiner guten Freunde, der leider sehr früh verstorben ist, André Wohllebe. Ah, okay. Mhm. Ja. Wir haben ja hier in Magdeburg, ich bin ja nun inzwischen zumindest, fühle ich mich als Magdeburger, obwohl ich erst 6 Jahre hier lebe, beim Wassersport die denkbar günstigsten Bedingungen mit der Elbe. Ja, das sind schon sehr, sehr gute Bedingungen, die wir hier haben. Wir haben jetzt hier seit 2012 auch ein ganz neues Bootshaus bekommen. Ich denke mal, mit dem niedrigen Wasserstand ist das recht schwierig, aber auch da gibt es viele Möglichkeiten. Man kann in Magdeburg trotzdem sehr gut ausweichen, sodass man wirklich halt sehr nah am Wasser lebt, am Wasser trainiert, auf dem Wasser trainiert und dort hier auch trotzdem die besten Bedingungen finden kann. Wasser? Wassersport? Dein letzter Finaleinzugssieg? Wollen wir mal kurz darüber reden. Ihr habt, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit 2:28.17, war das richtig? Oder 26:17, den Einzug ins Finale in Ungarn? Den Zwischenlauf, das war 3 Minuten 28. Ja. Genau, also unter 3,5 Minuten. Vor euch nur die Chinesen. Und dann das Finale. Was war da los? Ja, also die Chinesen waren in diesem Jahr wirklich sehr, sehr stark. Die waren richtig gut. Wir haben auch gewusst, dass wenn wir diese schlagen wollen, dann muss das wirklich alles passen. Ja, wir haben schon den Niklas Stolz und leider war da ziemlich viel Gegenwehr von denen, dass wir auch so ein bisschen die Welle von denen bekommen haben, weil die auch sehr weit an uns rangefahren sind. Und dadurch konnten wir nicht mehr unseren Stiefel fahren, dann konnten wir nicht mehr unseren Stil halt fahren und mussten so ein bisschen improvisieren. Und das war aber nicht gut, sodass wir nicht mehr unser Rennen fahren konnten. Man könnte man ja mutmaßen, wenn man sich ganz weit aus dem Fenster lehnt, China ist sportlich sehr im Vormarsch in fast allen Sportarten. Was denkt ein deutscher Sportler darüber? Ja, du hörst ihn zwischendurch. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich bin der Meinung, solange niemandem irgendetwas Negatives nachgewiesen wurde, ist es das auch nicht. Und man muss von der Sauberkeit ausgehen, da ich ein Verfechter des sauberen Sportes bin. Hoffe ich, dass auch alles mit sauberen Dingen zugegangen ist. Wenn dem nicht so ist, dann ist das sehr schade, dann ist das auch echt dreckig. Ich hoffe es nicht. Und wenn es fair gelaufen ist, dann muss man sich jetzt die Kappe so aufziehen und einfach besser trainieren, weiter trainieren und halt nächstes Jahr einfach wieder stärker sein. Ja. Hoffen wir, dass es alles reell war. Aber liegt nach China auf einmal Kuba und Brasilien? War damit zu rechnen? Also Kuba war 2017 und 18 jeweils Zweiter hinter uns. Die waren immer stark, mit denen haben wir jetzt immer gebettelt. Brasilien wurde 2015 Erster bei der WM, 2016 sind die Vize-Olympiasieger geworden. Das sind auch ein Boot, was sehr, sehr stark ist. Der Einerfahrer aus dem brasilianischen Boot hat den Einer gewonnen. Weil da ist schon eine riesen Klasse in dem Zweiergeschehen unterwegs. Und da war das klar, dass diese auch dort stark sein werden.
Und es waren halt 7 Boote im Finale, von denen ich allen zugetraut hätte, dass die Gold holen können. Also kann man sagen, ihr seid nicht der 4. Schlechteste, sondern der 4. Beste. Ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Der 4. Platz ist ein Scheißplatz, auf jeden Fall. Der tut weh. Die goldene Ananas. Vor allem nach den 2 Jahren, die wir hinter uns haben, ist die Enttäuschung sehr groß. An sich ist das nicht schlimm, weil der Plan durch Olympia geht halt weiter. Wir haben den Quotenplatz geholt, es läuft alles gut, nur für den Moment ist es halt beschissen. Da wollte ich eigentlich gerade hinaus, du hast mir das eigentlich Wort vorher schon weggenommen, Olympia 2020, dein Weg im Internet gut zu verfolgen. Hast einen schönen Blog oder mit Unterstützung. Was würde eigentlich passieren, wenn du oder dein zweiter Mann sich verletzt, ausfällt? Keine Ahnung. Da ich der Meinung bin, dass negative Gedanken negatives anziehen, versuche ich das auszublenden, versuche immer positiv zu bleiben. Ich denke in meinen Plan, ich denke, dass ich gesund bleibe, dass ich verletzungsfrei trainieren kann, dass ich sauber trainieren kann, meine Leistung nächstes Jahr abrufen kann und trotzdem alles glatt läuft. Natürlich kann immer was passieren, aber daran möchte ich nicht denken und das versuche ich auch so gut es geht auszublenden. Dazu wünschen wir dir natürlich hier aus Magdeburg, von mir persönlich und wahrscheinlich auch von allen Magdeburger viel Glück. Dankeschön. Komm mit einer Medaille nach Hause. Und wie gesagt, was ich dir vorhin sagte, sag deinem Arbeitgeber, du bist 2-mal Weltmeister. Ja. Ich wünsche dir viel Glück. Dankeschön. Schönen Dank fürs Interview. Dankeschön. Bis demnächst. Jawohl, ciao.